Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Recht herzlich grüß Gott. Ich freue mich, heute mit Ihnen ein Fest dieser Stadt zu feiern. Wir geben Ihrer Kirche, wir geben, man könnte so sagen, der Stadt Voitsberg eine neue Stimme. Wir wollen heute die Glocken segnen, auf die dieser Turm schon seit 57 Jahren wartet. Wir wollen uns alle prüfen, liebe Brüder und Schwestern, und uns kritisch fragen, hören wir noch die Stimmen der Glocken? Hören wir sie wirklich, wenn sie läuten? Lassen wir sie ins Herz hinein? Nehmen wir sie auch wirklich wahr als Stimme der Besinnung, des Stillwerdens? Oder werden wir vom Lärm des Alltags derartig eigentlich gefangen genommen, dass diese Stimme oft gar nicht mehr ankommt? Prüfen wir uns, bitten wir um Vergebung. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen, und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Aus dem Buch Jeremia. Jeremia sprach: Ich hörte das Flüstern der vielen, Grauen ringsum. Zeigt ihn an, wir wollen ihn anzeigen. Meine nächsten Bekannten warten alle darauf, dass ich stürze. Vielleicht lässt er sich betören, dass wir ihm beikommen können und uns an ihm rächen. Doch der Herr steht mir bei wie ein gewaltiger Held. Darum straucheln meine Verfolger und kommen nicht auf. Sie werden schmählich zu Schanden, da sie nichts erreichen, in ewiger, unvergesslicher Schmach. Aber der Herr der Heere prüft den Gerechten. Er sieht Herz und Nieren. Ich werde deine Rache an ihnen erlauben. Denn dir habe ich meine Sache anvertraut. Singt dem Herrn, rühmt den Herrn. Denn er rettet das Leben des Armen aus der Hand der Übeltäter. Worte des lebendigen Gottes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln: Fürchtet euch nicht vor den Menschen, denn nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird, und nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. Was ich euch im Dunkeln sage, davon redet am hellen Tag. Und was man euch ins Ohr flüstert, das verkündet von den Dächern. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können.
sondern fürchtet euch vor dem, der Seele und Leib ins Verderben der Hölle stürzen kann. Verkauft man nicht zwei Spatzen für ein paar Pfennig, und doch fällt keiner von ihnen zur Erde ohne den Willen eures Vaters. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet euch also nicht, ihr seid mehr wert als viele Spatzen. Wer sich nun vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Eine Stadt hat viele Stimmen. Eine Stadt hat vor allem heutzutage die Stimme des Verkehrs. Wir hören es. Hintergrundmusik sozusagen ständig eigentlich, fast Tag und Nacht. Stimme der Autos, Stimme des Arbeitens, der Maschinen, Stimme der Fabriken, Stimmen auch der Menschen. Viele Stimmen hat eine Stadt, und unter all diesen Stimmen gibt es auch die Stimme der Glocken. Und das ist was ganz Eigenes. Scheinbar sehnt man sich nach dieser Stimme. Mitten unter all den anderen Stimmen nach der Stimme der Glocken. Warum brauchen wir die Stimme der Glocken? Warum lassen wir dieses Metall erklingen? Immer wieder neu. Ich glaube, dass es ein gesundes Empfinden ist. Dass jeder Mensch etwas sehr Gutes empfindet. Diese Stimme ist nämlich eine Stimme von oben, liebe Brüder und Schwestern. Es ist die Stimme von oben. Diese Glocken sind die Stimme, die in all das Stimmengewirr, das uns sonst umgibt, einen ganz anderen Ton hineinbringt. Irgendwo empfinden wir alle, wenn die Glocke läutet, da müssen wir ein bisschen nachdenken. Da müssten wir ein wenig still werden. Da spüren wir, da gibt es noch jemand, überall unser Hasten und Lärmen und Arbeiten, der uns auch ruft. Da ist einer über allem, der uns auch braucht und der auch eine Stimme hat und der uns auch etwas sagen will. Dieser eine, der so hintergründig ist und so verborgen ist, dass er immer neu in der Gefahr ist, übertönt zu werden von unserem Lärm, von unserem Lärm machen. Und das ist dieser Gott. Rufen tun sie immer noch, die Glocken. Der Lärm geht weiter. Aber unsere Herzen sollten zumindest berührt sein. Zumindest unsere Herzen sollten berührt sein. Und einen stillen Gruß an diesen Gott könnten wir tatsächlich sagen. Gott, ich bin bereit. Ich höre dich. Ich lasse mich rufen. Eine Stimme von oben, also diese Glocken. Und auf diese drei Glocken, geweiht dem heiligen Josef und der heiligen Barbara und der heiligen Margareta, mögen für die Stadt Volzberg, für die Menschen hier, eine Stimme von oben sein. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott. Du rufst die Menschen und schenkst ihnen dein Heil. Wir loben dich. Wir preisen dich. Du versammelst dein Volk und führst es zur Einheit mit dir und untereinander. Wir loben dich. Wir preisen dich. Du gibst Hoffnung und Zuversicht und magst uns zu dienender Freude für unsere Brüder und Schwestern. Wir loben dich. Wir preisen dich. Voll Vertrauen bitten wir dich, segne diese Glocken, die dein Lob verkünden. Sie sollen deine Gemeinde zum Gottesdienst rufen, die Säumigen mahnen, die Mutlosen aufrichten, die Trauernden trösten, die Glücklichen erfreuen und die Verstorbenen auf ihrem letzten Weg begleiten. Segne alle, zu denen der Ruf dieser Glocken dringen wird, und führe so deine Kirche von überall her zusammen in dein Reich. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Herr, wir bitten für unsere Kirche, für den Papst, seine Bischöfe, Priester und für alle Mitarbeiter. Herr, mache sie zu Friedensbringern durch die Verkündigung deiner Botschaft. Wir bitten dich, erhöre uns. Glocken begleiten uns von der Taufe bis zum Begräbnis. Herr, mache uns bewusst, dass du uns alle Tage unseres Lebens begleitest, dass wir deinen Ruf nicht überhören sollen. Die Glocke läutet am Morgen, zu Mittag und am Abend und erinnert uns, den Engel des Herrn zu beten. Geist Gottes, schenke uns Freude zum Gebet, welches Einheit schafft und als uns als Volk Gottes verbindet. Wir bitten dich, Herr. Wenn der Herr das Haus nicht baut, müht sich jeder umsonst, der daran baut. Die Kirche erinnert uns am Sonntag durch die Glocken zum Gottesdienst, zum Fest von Tod und Auferstehung Jesu zu kommen. Herr, lass uns nicht müde werden, den Tag des Herrn zu heiligen. Hilf uns, den Sonntag neu zu entdecken. Wir bitten dich, erhöre uns. Bevor der Mensch zu Grabe getragen wird, mahnen uns die Glocken, den Weg des Glaubens nicht zu verlassen, auch nicht in schwierigen Situationen. Herr, sei du der Lohn für alle unsere Verstorbenen, vor allem für unsere Glaubensboten und Wegbegleiter. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für die Verstorbenen der vergangenen Woche, Frau Johanna Kramer, Herr Johann Niesel und Herr Ottmar Sticher. Schenke ihnen und allen unseren Verstorbenen Vergebung und das Leben der Auferstehung. Wir bitten dich, erhöre uns. Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach,
Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deine Tod und Herr verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenk uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Johannes Paulus, unserem Bischof Johannes und allen Bischöfen, unseren Priestern, Diakonen und Ordensleuten und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir beten in dieser Heiligen Messe in besonderer Weise für den verstorbenen Gatten Karl Doktor. Nimm ihn und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, auf in dein Reich, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Josef, mit unseren heiligen Namenspatronen und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allen Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zur Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Glocken verkünden auch den Frieden. Immer wieder sagt man das. Sehnsucht des Friedens drückt sich auch bei Glocken aus, denke ich. Möge Frieden sein in der Kirche, hier auch in den Häusern, Familien, in der ganzen Pfarre und Gemeinde, ja in der ganzen Welt. Und so beten wir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, schau auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr und aller Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und
und in deinem Geist. Gebt euch auch ein Zeichen dieses Friedens. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, spricht der Herr. Die Freude dieses Tages wünschen, das offene Herz für diese Stimme von oben und heute ein ganz frohes Fest. Und ich freue mich, dass ich mit Ihnen dieses Fest feiern habe dürfen und dass du mich, lieber Herr Pfarrer, dazu eingeladen hast. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. So segne sie und beschütze sie und erhalte sie in Gesundheit und Frieden, der allmächtige und gütige Gott. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Bleibt im Frieden. Hochwürdiger Herr Abt, geschätzter Herr Stadtpfarrer, meine Damen und Herren, es ist für uns heute ein großer Tag der Freude. Erstmals seit über 57 Jahren klingt eine lebendige Stimme zu uns in die Stadt. Und es ist für unsere Stadtgemeinde Volzberg selbstverständlich eine Verpflichtung, dass wir das unterstützen. Und ich darf dir, geschätzter Herr Stadtpfarrer, hier eine kleine Gabe der Stadtgemeinde Volzberg, einen Scheck überreichen. Eine Persönlichkeit, die sehr, sehr, nicht nur bei uns sehr, sehr bekannt ist, sondern weit über die Grenzen unserer Heimat hinaus und die auch immer wieder all das, was Kirche betrifft, wesentlich mitträgt und unterstützt, ist unser Herr Professor Franz Weiß. Er hat sich für die Feier dieses Glockenaufzuges wieder etwas Besonderes als seine Gabe, Zuwendung, als seine Unterstützung einfallen lassen. Er hat einen Holzschnitt geschaffen, nur für diesen Anlass. Und dieser Holzschnitt, Sie werden es vielleicht bereits wissen aus der Zeitung, er wird nur heute verkauft und er ist auch limitiert aufgelegt mit 100 Stück. Ich habe den sehr gern gemacht. Wir haben eine besonders schöne Kirche, einen besonders schönen Baukörper und ich kann mich immer gut erinnern, dass die alten Glocken hier
bis in den 40er Jahren so schön zu hören waren. Jetzt sind wir glücklich wieder mit einer neuen Glocke. Und dazu sollte dieses Festtagsblatt also dienen zur Erinnerung, dass wir wieder gut benannt sind. Nun, nach diesem offiziellen Danke an alle, die mitgetragen, unterstützt, mitgesorgt haben, damit wir nach 57 Jahren wieder originale Glocken in den Dachreiter der Josefkirche heben dürfen, darf ich bitten, mit dem Vorgang des Glockenaufzuges bleiben wir beim bekannten Ausdruck zu beginnen.